Ja, moin, Blender-Freunde. So, jetzt haben wir Blender geöffnet und wir starten jetzt mit der Modellierung unseres Piratenschiffes. Ja, wir wollen einmal das Licht und die Kamera einmal löschen. Die brauchen wir erstmal nicht. Und dann gehen wir hier auf Kollektion, Doppelklick und wollen das mal umbenennen auf Schiff. Ja, so. So, unsere Würfel klicken einmal auf N für die Seitenleiste und gehen mal auf Item. Unsere Würfel hat eine Größe von Quadergröße 2x2x2 Meter. Wir wollen, dass unser Schiff ungefähr 3 Meter breit ist auf der X-Achse und auf der Y-Achse, ja, sagen wir mal 10 Meter. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Jetzt ist es wichtig zu achten, wir haben jetzt die Skalierung unseres Würfels geändert und dadurch hat sich auch der Scale-Wert unseres Objektes geändert. Weil wenn wir jetzt hier mal extrudieren oder was weiß ich, Bewegungen machen oder Modifier einsetzen würden, Entschuldigung, dann würde es ungleichmäßig skaliert werden, also ungleichmäßig arbeiten. Das ist jetzt sehr wichtig, dass wir hier die Einheit immer 1 bleibt. Ja? So, wie ändern wir das? Steuerung A und Scale. Hier steht Scale. Wir übernehmen die Skalierung. Wir haben unser Würfel skaliert in der Breite und in der Länge und jetzt wollen wir das übernehmen. So, jetzt steht die Einheit wieder auf 1, wie es sich gehört. So, okay. Seitenleiste wieder weg mit N. Und jetzt mit Edit-Modus wollen wir uns ein paar Loops ziehen. Steuerung R. Machen wir mal, ja, 12 Stück. Machen wir 12 Loops, die werden wir bestimmt brauchen. Ja. Die Anzahl der Loops seht ihr unten links am Bildschirm. Hier, Number of Cuts. 12. So, die übernehmen wir mit der linken Maustaste. So, jetzt können wir die Loops eigentlich jetzt so bewegen noch. Ja, die 12 sind aber übernommen. Und mit der rechten Maustaste lassen wir los. Dann bleibt es mittig. Ja, perfekt. So, und jetzt gehen wir auf Face Select hier oben. Face Select. Selektieren die letzte Fläche, das wird der Heck des Schiffes werden. Den werden wir jetzt nach oben ziehen. Und dafür nutzen wir jetzt eine Proportional-Funktion, das ist hier da oben. Ja? So, einmal draufklicken. So, und jetzt haben wir hier, wenn wir hier draufklicken auf diese Form hier, der ist gerade auf Smooth eingestellt. Und wir haben hier verschiedene, sagen wir mal, Variationen, die wir hier nutzen können. So, und auf jeden Einzelnen, also das Bild zeigt an, wie man die Fläche nutzt, zu ziehen, in welcher Form wir das ziehen. So, wir wollen aber diese Funktion hier haben, scharf hochziehen. Und wenn wir jetzt mal auf Move Select gehen, hier, so, da sehen wir unsere Pfeile, hier erscheinen unsere Pfeile. So, da können wir direkt dann die Achsen anwählen, zum Beispiel die Z-Achse. Wir ziehen die nach oben. So, in dem Moment, wo wir gedrückt halten die Maus, erscheint ja dieses Kreis hier. Und dieser Kreis ist sozusagen dafür da, wie weit wir mit welchen Faces noch mit hochziehen wollen. Wenn wir jetzt den Kreis mit dem Mausrad bewegen, seht ihr, wie viel Faces wir noch nutzen können zum Hochziehen, der mitzieht. Ja, so oder ganz groß, ja. So, wir wollen mal, ja, so ungefähr fast 4 Stück so ungefähr. Die vierte Stelle noch mit hochziehen, so, ja. Genau, das sieht gut aus. Okay, und dasselbe machen wir jetzt vorne auch. Ein kleines Stück, hier vielleicht ein bisschen weniger, so. Ungefähr, genau, das sieht gut aus. Okay. Ja, als nächstes
Jetzt haben wir die Seitenform. Jetzt wollen wir ein paar Loops an der Seite ziehen. Ja, mit Steuerung R. Sagen wir 2, 3 Loops. So, linke Maustaste übernehmen und mit der rechten Maustaste loslassen, dann ist es zentriert. Perfekt. Okay. So, jetzt gehen wir wieder auf Face Select. Ja. Klicken die erste Fläche am unteren Bereich und mit der Steuerung-Taste gedrückt die letzte Fläche hinten am Heck. So, jetzt haben wir die komplette untere Fläche gewählt. So. Unsere Proportional-Funktion ist noch an und jetzt skalieren wir das auf der X-Achse. So, ganz vorsichtig, ja, ach zu viel, so ein bisschen zurück. So, jetzt haben wir auch die Seitenform. So, und wenn wir jetzt mit dem Mausrad etwas kleiner setzen den Kreis, damit wir eine gewisse Form haben für ein Schiff. Oh, das sieht gut aus, ungefähr so. Ja, perfekt. Ganz genau. So sieht es gut aus. Gut, jetzt nehmen wir diese Fläche hier, ja, und skalieren den auch mit SX in der Mitte. So, jetzt den Mausrad wieder vergrößern. So. Ja, zu viel. So, ja, das sieht gut aus. Genau, jetzt nehmen wir diese Fläche hier, den skalieren wir auch. Ein bisschen verkleinern den Kreis. So ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, als nächstes nehmen wir die Add Select, den mittleren, damit wählt man die Kanten aus. Wählen mal diese Kante hier. So, und ziehen das mal nach hinten. So, ungefähr, okay. Und diese Kante vorne, oben, ja, die ziehen wir nach vorne. Vergrößern ein bisschen. Okay, den Kreis. Vielleicht ein bisschen noch nach oben. Ja. Ja, genau. Die Form ist fertig, das gefällt mir, so können wir es nehmen. Okay, so als nächstes wollen wir die Kabine für unseren Kapitän erstellen. Ja, wir gehen auf Edit-Modus, gehen wieder auf Face Select. Die Proportional-Funktion schalten wir wieder aus. Wir klicken auf diese Fläche hier, so, wählen die ersten 4 von hinten. Ja. Einmal E für Extrude, einmal rechte Maustaste loslassen und mit der Z-Achse nach oben. So, okay. Und jetzt nehmen wir die 2 Flächen hier. Extrude, loslassen, Z-Achse nach oben. So, okay, das sieht schon mal gut aus. Als nächstes wollen wir, dass die Kabine hier ein bisschen rausragt. Kennen wir das ja bei einigen Schiffen. Da müssen wir am besten hier noch einen Loop ziehen. Machen wir das mal. Steuerung R. So rüber. Genau. So, jetzt Face Select. Wählen diese Seiten aus. Genau. Okay. Okay, jetzt machen wir E für Extrude und jetzt bewegen wir die genau so ungefähr nach hinten. Das so, perfekt. So, jetzt haben wir es ein bisschen nach hinten gezogen und jetzt ist es an den Seiten aber noch drin und jetzt machen wir SX. So. So, ein bisschen weiter raus hinten. So, und jetzt ziehen wir das ein bisschen weiter hoch. Ja, ein bisschen zu viel wahrscheinlich. So ganz wenig. Ja, so können wir es übernehmen.
ich glaube, es ist ein bisschen zu weit draußen. Wählen wir nochmal die Seiten hier und skalieren wir den nochmal ein kleines Stück weit auf X-Achse. So, okay. Kabine ist auch da. Jetzt wollen wir die Innenfläche bearbeiten. Face Select, ja, ist gewählt. Nehmen die erste Fläche und mit Steuerung-Taste gedrückt die letzte. So, jetzt drücken wir einmal I für Invert und dann ziehen wir das mit der Maus so weit möglich rein. So ganz minimal. So. Ja, genau. So, jetzt haben wir ein Invert drin und den wollen wir jetzt rein extrudieren. Mit E und bewegen die Maus klein, langsam rein. So ungefähr. So, perfekt. Jetzt sehe ich, dass hier diese Kante hier, von dieser Kante das ist, das müssen wir jetzt ein bisschen ändern. Skalieren wir jetzt diese Fläche hier, die markierte Fläche, S, Y und Shift-Taste gedrückt, mit der Shift-Taste gedrückt, skalieren wir das minimal nach vorne. So, genau, das sieht gut aus. Okay. So, wir können das noch ein bisschen nachher variieren, aber das reicht uns schon mal. Jetzt nehmen wir diese beiden Flächen hier, ja, diese vorderen, und ziehen das mal nach hinten. So, okay. Ja, okay. Unser Boot ist sozusagen der Grundform ist fertig. Da gehen wir jetzt auf Edit-Modus. Jetzt klicken wir einmal die Alt-Taste gedrückt halten und dann hier eine von diesen Edges, von dieser Kante, von diesen Flächen. Wir wollen einmal komplett umzu diese Fläche wählen. Dann wählen wir uns jetzt einmal diese Kante hier aus mit Alt-Taste gedrückt und schon ist das ausgewählt. So, wenn wir das gemacht haben, wir werden jetzt diese Flächen duplizieren, aber diese Flächen hier nehmen wir weg, die brauchen wir nicht. So, 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 okay, ja, also nur die oberen Flächen sind jetzt selektiert und jetzt sagen wir Shift-D, einmal duplizieren, loslassen und mit der Z-Achse nach oben, ja, so ungefähr. Perfekt. So. So selektiert extrudieren wir das jetzt sofort mit E. Einmal loslassen und wieder nach oben. Kleines Stück. So, jetzt haben wir unseren Geländer, den Oberteil. Jetzt fehlt uns noch die, ja, die Holzstege dazwischen. Das machen wir jetzt auch. Aber das machen wir jetzt separat. Wir sagen jetzt einmal Shift A. Erstellen uns einen Cube. So, der ist jetzt genau in der Mitte, wie der Origin, dieser kleine gelbe Punkt, das ist der Origin. Und jetzt gehen wir auf Edit-Modus, gehen hier auf unseren Schlüssel hier, Mausschlüssel, und setzen unseren Mirror Modifier ein. So, so, der ist eingestellt auf X, das brauchen wir, auf der X-Achse gespiegelt. Das heißt, wir können jetzt unsere Würfel im Edit-Modus zur Seite ziehen. So, jetzt ist das spiegelverkehrt. Das wollen wir auch haben. Jetzt skalieren wir das. So, gehen ein bisschen näher ran hier. Ein bisschen weiter runter. So. Na. So. Einmal Komma. So, mit der Komma-Taste kann man gezielt auf den Objekt fokussieren. Dann so, ziehen das mal ein bisschen weiter runter, ein bisschen hier rüber, skalieren das nochmal mehr, so, S, Z,
skalieren auf der Z-Achse. Okay. Noch mehr. SZ. So. Ja, genau. Das müsste eigentlich reichen. Perfekt. So. Und diesen Segment jetzt, diesen Cube, werden wir jetzt komplett entlang des Geländers ziehen. Ja? Wir ziehen das mal erstmal den hier rüber. Okay. Wir machen das mal die Sache etwas einfach. Wir gehen auf 3. Rechte Ansicht. Nutzen wir jetzt mal diesen Transparent-Ansicht hier. Ja. So, jetzt sehen wir es genau. Shift D, duplizieren das und schieben welche hier rüber. Shift D. So. Muss nicht unbedingt alles genau sein. Ja, das einfach so Augenmaß. Das ist ja auch kein Ingenieursarbeit hier. So. Und hier ein bisschen vergrößern. Von der Länge jetzt, Z-Achse her. Okay. Shift-D. 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 Und hier noch eins. So. Jetzt nehmen wir unseren letzten hier mit L. Ja. Mit L könnt ihr sozusagen das komplette Objekt jetzt selektieren. Ja, der ist komplett jetzt selektiert mit L. Shift-T. Schieben wir den nach oben. SZ. So. Shift-D. 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 Shift-D nach oben. Shift-D. Hier. Shift-D. Shift-D. Und Shift-D. So. So, von der Seite sieht es natürlich gut aus, aber jetzt von oben müssen wir das jetzt von der Y-Achse alles zurechtschieben. Hier ist das alles noch gerade. Wir schauen das hier nochmal an. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir das gleich hier ausrichten. Shift-D. Schieben wir das mal hier rüber. Shift-D. Hier rüber. Shift-D. Und hier rüber. Und dasselbe jetzt machen wir hier vorne. Ja, klicken wir den. L. Selektieren. Kompletten Objekt. L. So. Einmal selektieren. L. Rüber. Selektieren. L. Hier rüber. Und so weiter. So, okay, Edit-Modus wieder raus, transparent, ausschalten, so, ja, das sieht gut aus. Okay, ja, unser Geländer ist auch fertig. Als nächstes machen wir die Treppen. So, jetzt mit Shift A erstellen wir uns einen Cube in der Mitte wieder. So, und jetzt nutzen wir auch genauso wie hier, gehen wir auf Edit und dann setzen wir uns wieder einen Mirror Modifier ein. Ja, skalieren das. So, und schieben das mal nach oben und ziehen das mal zur Seite. Ja, so, bringen das mal rüber. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Wir schieben das ein bisschen weiter weg. SZ, skalieren das auf der Z-Achse, schieben das nach oben, SZ, bisschen breiter, bisschen zur Seite hier, genau, vielleicht so,
noch etwas kleiner. Ja, ungefähr. Das müsste eigentlich so passen. Ja, okay. So, und jetzt Shift D, duplizieren das. So, und jetzt ein kleines Stück nach vorne und nach unten. So, Shift D, noch eins. Bisschen nach hinten. Oh, schauen wir mal von dieser Seite aus. Shift D, ziehen das mal nach unten. Shift D. Genau, okay. So können wir es eigentlich nehmen. Okay, das ist in Ordnung so. Aber ich glaube, die Treppenstufen könnten, die sind viel zu lang auf der Y-Achse. Die skalieren wir jetzt mal. Ja, aber bevor wir das skalieren, gehen wir hier oben. Ja, hier. Der ist gerade eingestellt auf Median Point. Das ist sozusagen diese Stelle hier, dieser Ausgangspunkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel skalieren würden auf der Y-Achse, würde es so skalieren, ja, mittig. Aber ich möchte das, dass jeder dieser Objekte individuell auf der Y-Achse skaliert wird. Da gehen wir hier rauf, Individual Origins, so, und wenn wir jetzt SY nehmen, dann merkt ihr den Unterschied. So, genau, das sieht mir eigentlich schon besser aus. Okay, einmal wieder auf Median Point. So, gut, jetzt holen wir im Edit-Modus jetzt noch eine Cube her. So, einmal ein bisschen zurück, damit wir es erkennen können. Zur Seite, skalieren, nach oben. So, schieben das mal nach vorne. Okay, noch mehr skalieren. Das sind sozusagen, ja, das ist der Handlauf unserer Treppe. So, ziehen das mal ein bisschen so mittig. Okay, einmal mit Komma auf diese Stelle selektieren, fokussieren. So, jetzt gehen wir einmal, wählen diese Fläche hier aus. Ja, einmal nach oben und einmal nach hinten. Okay, oder weiter nach oben. So, noch mehr. So ungefähr. Okay. Jetzt gehen wir einmal mal auf Transparent wieder. Wählen uns mal die untere Fläche von unserem Geländer und dann ziehen wir den mal noch weiter nach oben, vorne. So, okay. So. Ja, ungefähr so. Lassen wir so. So. Jetzt haben wir hier von unserem Geländer, von der Treppe, diese Fläche. Und die extrudieren wir jetzt als oben nochmal für diesen Geländer. Also E nach oben. Ja. So. E nochmal extrudieren. Ja, so ungefähr. Jetzt diese Fläche, die löschen wir. Faces, löschen, Faces. So, jetzt gehen wir auf Edge Select mit Alt-Taste gedrückt und wählen einmal diese Kante um zu. Okay, E für Extrude, einmal extrudieren und nach vorne. So, jetzt passiert eins. Wenn wir jetzt hier durchgehen, da passiert nichts, also die Flächen verbinden sich nicht. Wir wollen ja nicht hindurchsetzen, also hindurchgehen lassen, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Flächen sich ineinander snappen. Und das passiert, das können wir nur mit dieser Funktion hier machen, das ist die Clipping-Funktion. Ja? Und wenn wir das jetzt nochmal machen, ist die jetzt verbunden, die Fläche.
Genau, perfekt. Das wollten wir erreichen. Okay, jetzt können wir die Clipping wieder ausschalten. Die Flächen sind verbunden. Jetzt nehme ich diesen Balken hier, einmal Face Select nochmal, diesen Balken hier nehme ich und einmal Alt-Taste gedrückt hier an der Kante wählen. So, jetzt ist diese Umzu dieser Fläche gewählt. Shift-D und duplizieren diese Fläche einfach hier rüber. So ungefähr, genau. So, damit wir an der Seite auch einen Pfosten haben. So, okay. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir nochmal auf Add Select und diese Fläche einmal schließen mit F. Perfekt. So, jetzt gehen wir zu unserem Gelände wieder hier. Edit Modus. So. Face Select. Jetzt haben wir diese Fläche angewählt. Jetzt möchte ich genau hier ein Pfosten setzen. Wir gehen jetzt einmal auf Steuerung R. 1. Machen wir 3 Loops. So, 3 Loops. Ziehen wir das mal. Ne, rechte Maustaste. Können wir so lassen. Jetzt sagen wir Steuerung B. Mit Steuerung B machen wir eine Bevel-Funktion und können diese Linien auseinanderziehen. So. Jetzt können wir die Face Select nehmen wieder. Wählen unsere diese drei Flächen darunter und extrudieren das nach unten. Genau, perfekt. So, jetzt nehmen wir nochmal Face Select, wählen diese Flächen. So. E für Extrude nach vorne. Okay. So. Ihr könnt noch Verformen machen. Ihr könnt es so machen, wie ihr das wollt. Ja, ich versuche das so einfach wie möglich zu halten. Man könnte zum Beispiel auch hier eine Form rüberbringen. Wenn wir jetzt hier den Schiff jetzt wählen, auf Edit-Modus gehen, haben wir diese Fläche ja hier. So. Und wenn wir diese Fläche, das könnten wir jetzt einfach mal machen, machen wir hier für unser Fenster auch gleich, hier, für unsere Kabine hier, machen wir gleich mal 4 Loops. 3 Loops reicht vollkommen aus. 3. So. Da können wir auch gleich 4 Fenster hier einsetzen. Wählen jetzt hier mal. So. 1, 2. Diese beiden Flächen. Extrudieren das nach vorne. So. Und nehmen jetzt den mittleren hier. Und schieben das nach vorne. So ungefähr. Okay, jetzt nehmen wir unseren Gelände hier wieder, ja, wählen wieder Face Select und wählen mal mit der Alt-Taste gedrückt und diese erste Fläche hier umzu, ja, seht ihr das? Genau. Jetzt gehen wir einfach wieder auf unser Professional hier, Professional, und wir lassen mal diese Funktion, diese Sharp-Funktion, und ziehen das einfach nach vorne. Und jetzt kommt die ganzen Treppen mit. Seht ihr das? Das wollen wir natürlich nicht, weil der Kreis zu groß ist. Jetzt müssen wir mit dem Mausrad immer kleiner setzen. So. Ah, das geht nicht, weil wir die unteren Flächen von den Pfosten noch setzen müssen. Das heißt, wir machen das mal ganz anders. Gehen einmal auf Smooth hier oder auf Spare, noch besser, ja, und wählen das jetzt mal so aus, G, Y, zieh das mal so rüber. Na, warum macht er das jetzt nicht? Wählen wir noch die noch mit aus. Und machen das normal. Ah, schon besser.
Okay, so jetzt haben wir die andere Fläche. Okay, dieser Pfosten, das hat es jetzt ein bisschen doch verschoben. Wir wählen mal diese Fläche hier aus, schalten Proportional aus und ziehen den nochmal nach hinten, so ganz leicht. Gehen einmal auf Transparent-Modus, wählen nochmal diese Fläche aus. So, ziehen das nochmal nach hinten. Okay. So, ja, unser Geländer ist auch fertig. Ja, als nächstes können wir jetzt mal mit den, ja, mit den Holzmassen anfangen. Ja. Bevor wir damit anfangen, einmal diesen Geländer applyen wir. So, jetzt ist applied. Und jetzt werden wir diesen Geländer mit der Treppe mit dem Shift joinen. Also erst den Geländer anwählen, Shift-Taste gedrückt, der Shift anwählen und Steuerung J, damit es ein Objekt bleibt. Hm? Gut. Okay, was haben wir hier? Was war das? Achso, das waren die Pfosten. Hier genauso. Einmal hier Apply. So. Und dann Shift gedrückt. Den Shift immer als letztes nehmen. Steuerung J. So, das sieht auch gut aus. Okay. Für unseren Holzmast brauchen wir einen Zylinder. Da erstellen wir jetzt mit Shift A einen Zylinder. Hier. So. Und wenn wir immer ein Objekt erstellen, erscheint hier links die Einstellung dafür, die Eigenschaften für das Objekt. Jetzt haben wir einen Zylinder erstellt. Hier steht Add Zylinder. Wir klicken einmal hier drauf. Da öffnet sich zum Beispiel die Eigenschaften unseres Zylinders. So, wir haben hier 32 Vertices. Das ist definitiv zu viel für unser Objekt. Wir gehen mal hier auf, machen wir 12 Stück. Ja, und den Radius verkleinern wir. Ja, 0,3. Ja, nehmen wir 0,12. Das ist in Ordnung. Okay. So, und jetzt Move Select wieder. Und ziehen das mal nach oben. So. Perfekt. Okay. Ich glaube, das ist immer noch zu dick. Wir skalieren das mal. Bisschen mehr. So. Okay. So. So, dass es immer unter dem Bodenbereich ist. Genau. Edit-Modus. Face Select. Nehmen wir die Spitze. So. Und dann ziehen das mal nach oben. Rechte Maustaste. So. Ungefähr, ja, ist in Ordnung, ich glaube die Höhe ist gut, genau, und jetzt hier nochmal E und ein Stück nach oben, explodieren die Stelle hier, so, und jetzt hier diese Flächen umzuwählen, mit Alt-Taste gedrückt, die Kante hier wählen, so, E, loslassen, skalieren, also S, Shift Z, immer mit Shift Z, also die Z-Richtung schließen wir aus, nur X und Y und skalieren das mal weiter raus. Okay. Steuerung R, wir setzen einen Loop hier rein. So. Und jetzt wieder Alt-Taste, Face Select. Jetzt wählen wir eine dieser Flächen wieder aus, hier um zu. Extrudieren das nach oben. So, und jetzt hier einmal S, ein bisschen verkleinern, so ungefähr, so, E und nach oben ziehen. Und ein bisschen mehr, so. Okay, unser Hauptmast ist dann fertig, genau. Wieder auf Edit-Modus. Jetzt machen wir Shift-A, holen uns noch einen Zylinder. Und das wird unsere
Quermäste, also Quermast sein. Ziehen das nach oben, bisschen nach vorne. R, Y, 90 Grad. So, schieben das mal ein bisschen ein. Auf jeden Fall ein bisschen kleiner, die sind auf jeden Fall kleiner, so. Ja, ungefähr hier. Okay. SX, vergrößern das mal. So. Okay, bisschen nach oben. So. Shift D, duplizieren das einmal und noch eine nach oben. Genau. Und den auf der X-Achse ein bisschen verkleinern. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, jetzt duplizieren wir diesen Mast, Shift D, und schieben das mal nach hinten. Oh, hier. Ungefähr an dieser Stelle. Und den verkleinern wir oder skalieren wir ein bisschen runter. So, und schieben das ein bisschen nach oben. So ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Und den duplizieren wir jetzt auch nochmal. Und den bringen wir ganz nach vorne. So. Ja, zu weit. Bisschen weiter da hinten. Ungefähr so. Den vielleicht noch kleiner. So vielleicht. So. Weiter rein. Ja, das sieht gut aus. Okay. Und jetzt brauchen wir noch einen Mast hier an der Spitze unseres Schiffes. So, nochmal Schiff A und wieder ein Zylinder. Die Daten sind immer noch dieselben, ja? Ihr seht hier 12, ja? 0,1, ja? Das sind die Daten, die wir am Anfang eingegeben haben, die bleiben erhalten. So, und jetzt gehen wir nach vorne. So, schieben das mal rüber. Genau. RX, schieben das mal, ja, ungefähr von der Seite gesehen, machen wir das mal so. Genau. Okay, Edit-Modus. Einmal die Spitze. Schauen wir uns mal von der Seite an. Machen wir 3 Seitenansicht. Und mit G schieben wir das mal nach vorne. So ungefähr. So. S, die Spitze ein bisschen verkleinern. So. Genau, perfekt. So, jetzt gehen wir zu unserer Kabine. So, einmal das Schiff wählen. Und jetzt gehen wir mal und machen unsere Fenster hier rein. So, und dasselbe auf der anderen Seite auch. So. Wählen jetzt mal weiter diese Flächen hier aus. So. Okay, das wären jetzt unsere Fenster und da wollen wir jetzt mal die Fensterrahmen jetzt erstellen. Wir gehen einmal auf I und schieben das mal so etwas zur Seite. Ungefähr, ah, das verkrümmt sich hinten. Wir wählen dann zuerst mal diese Seiten hier aus, also nur die hinteren, gehen auf I. So ungefähr. Ja, genau. Und jetzt wollen wir hier, wir haben jetzt ein Invert benutzt, ja. Inset, Entschuldigung, nicht Invert, Inset, Phases. Dann klicken wir diesen Tab hier, ja. Und hier steht Individual, ja. Wenn wir hier raufklicken, hat jeder Phase seine eigene Fläche jetzt inset gesetzt. So, meine Güte. So, und jetzt gehen wir hierauf, genau, hier genauso, I, so, ganz langsam, genau, perfekt, so sieht es gut aus. Klicken jetzt die ganzen Flächen nochmal, die ganzen Fenster und extrudieren das. So, und jetzt müssen wir darauf achten, wenn wir jetzt E skalieren, E extrudieren, so, dann verschwimmt sich das, ja?
So, warum? Wir müssen jedes einzelne Fenster jetzt individuell extrudieren. So, einmal rechte Maustaste loslassen, einmal Steuerung Z wieder zurück. Wir hatten das gerade extrudiert. Ja, wir probieren das nochmal aus. Der ist immer noch extrudiert. Steuerung Z, Z, einmal zurück komplett. So, wählen nochmal das letzte Fenster, überprüfen das nochmal. Ja. Und jetzt gehen wir nach oben. Hier steht Individual Origins wieder, das nutzen wir jetzt. Ja. Und jedes einzelne Fenster wollen wir jetzt individuell extrudieren. Jetzt drücken wir E. Ja, jetzt seht ihr die Richtung in den blauen Pfeile. Und jetzt ziehen wir das langsam rein. So. Ungefähr ein bisschen noch weiter raus. So, okay. Perfekt. So ist das richtig. So. Ja, unsere Kabine ist fertig. Holzmast ist da. Und jetzt gehen wir an den Segeln ran. So, wir holen uns jetzt wieder eine Plane. Wir werden zuerst mal, ja, wir müssen einmal kurz die Holzmäste hier nehmen. Ja, 1, 2, 3. Und den vorderen Holzmast, Shift gedrückt, das Shift wählen zuletzt und Steuerung J. So, damit es immer ein Objekt ist. Okay, jetzt Shift A, Mesh, Plane. Okay, so, das ist unsere erste Plane. Dann gehen wir mal nach oben, so ungefähr. Rotieren das auf der X-Achse, 90 Grad. Sehr gut. SX, so ungefähr. So, schauen wir mal. Ja, genau. Bisschen weiter runter, so mittig. Okay. SX. Ja. So. Genau. Und jetzt nach vorne. So. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt wollen wir auch mal im Edit-Modus hier einen Loop ziehen. Einen Loop. So, und den ziehen wir weiter runter, ungefähr hier. Okay, das sieht gut aus. Und den schieben wir jetzt, diesen Edge auf der Y-Achse nach vorne. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, das müsste nicht klappen. Vielleicht ein bisschen zurück. Okay, und jetzt Steuerung B. Nutzen jetzt die Bevel-Funktion und ziehen das mal auseinander. So ungefähr. So, in dem Moment jetzt, wo wir es gerade ziehen, drehen jetzt am Mausrad und dadurch erzeugen wir noch mehrere Edges. So ungefähr. So, perfekt. Hier haben wir die Möglichkeit, noch diese Funktion noch zu ändern. Ja, wir sind in der Bevel-Funktion. Wir könnten zum Beispiel noch ein Segment, so heißt das hier. So, da ist das noch feiner, aber brauchen wir nicht. Obwohl 3 würde sogar auch reichen. Aber machen wir 4. Machen wir 4. So, okay. Sehr gut. Einmal Edit-Modus wieder raus. Jetzt können wir hier noch ein Shade-Smooth ansetzen. Hier rechte Maustaste. So, jetzt haben wir unser eine Segel fertig. Okay. So, und jetzt wollen wir von diesem Segel auf alle unsere Mästen jetzt draufsetzen. So, Shift D, runterziehen. So, SX. So. Und dann auf der X-Achse skalieren. Genau. Ein bisschen. So, ein bisschen wieder hoch. Ja, das müsste in Ordnung sein. Okay. Und diese Segeln wollen wir jetzt komplett auf alle unseren Messjet übertragen und Quermaß übertragen. So, Shift D. Einmal löschen. Verschoben. Shift D, nochmal ausprobieren. So. Skalieren.
Browser. Okay. Genau. Shift D. SX. Bisschen größer, bisschen verkleinern auf die Breite. So. SY, bisschen verkleinern, zu viel. Okay. So, ja, nehmen wir die. Shift D. So, okay. Das sind jetzt unsere Segeln. So, die werden wir mal in einen separaten Ordner stellen. Einmal hier Shift draufklicken, rechte Maustaste, New. So, jetzt nehmen wir unsere Planes. Ja, das sind die Planes hier. Hier. Und schieben das gedrückt halt und schieben das in diesen Ordner. Okay. So. So, als nächstes wollen wir unsere Fahne erstellen. Ja. So. Shift A. So. Plane. Genau. Schieben das mal ganz da oben. So. Näher ran. Okay. So, und jetzt in Edit-Modus, RY 90 Grad, so, und jetzt schieben wir das in die Y-Richtung, oder auf diese Richtung muss das sein, genau. So, weil die Windrichtung kommt ja von dieser Seite, ja, und würde die Fahne dann auch in diese Richtung wehen, genau. S, X, Z meine ich, so. Okay. Genau. Ist groß genug? Ja, ist groß genug. Ja, das sieht gut aus. So. Unser Fahrnetz haben wir auch. Perfekt. Alles klar. Jetzt können wir hier am Schiff, es sieht ja noch zu kantig aus, können wir auch einen Shade Smooth ansetzen. Klicken wir unser Schiff mal an. Rechte Maustaste, Shade Smooth. So, okay, dieses Shade Smooth erzeugt natürlich überall in jedem Kanten diese Schattierung, diese weiche Kante, aber das wollen wir nur an diesen abgerundeten Flächen haben, ja, und das können wir jetzt ändern, wenn wir hier jetzt auf Add Modifier gehen und dann hier Add Split. So, jetzt haben wir hier schon eine weiche Kante, die Kanten sind weg. Okay, hier ist es ja gerade und hier fängt die Ecke an. So, und hier haben wir diese Einstellung. 30 Grad. Ab 30 Grad wird das dann erst abgerundet sozusagen. Bis 30 Grad. So, aber das ist schon für mich so, reicht das schon. Ne? Ihr könnt ja zum Beispiel hier mit der Gradzahl ändern. Da seht ihr, was passiert. Ne? So, ich könnte ja zum Beispiel 33 jetzt wählen. Jetzt ist die Kante hier eigentlich auch schon weg. Ja? So. Gut, so, unser Schiff ist halbwegs eigentlich fertig modelliert. So, jetzt müssen wir mal gucken, was noch fehlt. Eigentlich nicht, den Rest texturieren wir. Ja, vielleicht noch ein, zwei Boote hier. Ja, das können wir noch machen. Wir erstellen nochmal ein Mesh. So, ein Cube. Okay, genau. Einmal Edit-Modus. Skalieren, so, einmal nach oben ziehen, so, nach vorne, okay, noch mehr verkleinern, so ungefähr, SY, so,
okay. Einmal Face Select, den vielleicht ein bisschen tiefer, so ungefähr. Okay. Und jetzt Steuerung R, hier auch wie beim Boot, also beim Schiff, aber 4 Stück reichen vollkommen aus. Machen wir 5. So. Und jetzt den vorderen hier nehmen und einmal wieder Proportional einschalten und einmal scharf stellen und nur hier den vorderen Bereich SX skalieren. So. Okay, jetzt müssen wir den nochmal weiter hoch. Okay, so. Steuerung R, machen wir hier 2 Loops. So, das reicht. Wählen jetzt, aber wir machen das mal anders. Wir haben jetzt diesen kleinen Objekt jetzt selektiert, ja, und drücken jetzt auf der Tastatur Backslash. So, jetzt erscheint jetzt nur noch das Objekt. Das Schiff ist noch da, ist aber in gewissem Maßen ausgeblendet. Dadurch habt ihr immer die Möglichkeit, direkt nur das Objekt zu bearbeiten. Ja? So, jetzt gehen wir hier rauf. Steuerung, letzte Fläche. So, und jetzt SX. So, perfekt. Nehmen wir noch die Kante hier vorne, so die Spitze hier und schieben das mal auch nach hinten. Wir gehören dann den Kreis, so. Und schieben das mal nach vorne. Okay, so, jetzt die Fläche hier nehmen. So, ja. Einmal Inset. So, jetzt haben wir natürlich diese individuelle Einstellung noch drin, ja. Jetzt schalten wir den mal kurz aus hier wieder, nachdem wir den Inset gemacht haben. Und jetzt schalten wir den wieder aus, genau. Und jetzt machen wir E, extrudieren, schieben das ein bisschen rein, ja, nicht zu viel. So, und jetzt nehmen wir diese Fläche, oder andersrum, diese beiden Fläche. Genau. Und extrudieren das da unten. So. Genau. Perfekt. Super, das reicht uns schon. Und jetzt mit Backslash wieder zurück. Ups. So. Jetzt ist unser Schiff wieder da. Jetzt haben wir den kleinen Boot modelliert. Jetzt können wir diesen Origin, der da jetzt noch da unten ist, auf unserem Objekt zentrieren, also orientieren. Da gehen wir hier auf Object, Set Origin, Origin to Geometry. Wir wollen unseren Origin zu unserer Geometrie bringen. Batsch. So, jetzt ist er da hinten. So, jetzt schieben wir den mal zur Seite. So. Okay, hier eine Seite noch. So, jetzt könnten wir, ja, machen wir 2 Stück auf jeweils beiden Seiten. Dann gehen wir auf Edit-Modus, A, alles selektieren, Shift D, einmal nach hinten, ups. Jetzt haben wir noch Proportional, einmal ausschalten, brauchen wir nicht mehr. So, einmal zurück. L, jetzt sind sie beide selektiert. Shift D und schieben das mal zu dieser Seite. Bisschen näher, so. Genau. Okay, jetzt haben wir das auch fertig. So, das reicht für unsere Zwecke, weil wir noch hier den Ozean noch machen wollen, ja. Und da wird noch einiges noch passieren. Wir wollen eine Windsimulation, bisschen Turbulenzen für die Fahne einsetzen. Ja, dann seid mal gespannt. Weiter geht's.